Ich habe so ein Problem mitgebracht, was wir eine ganze Weile hatten, wo wir eine relativ simple Lösung für gefunden haben, die ich eigentlich ganz interessant fand und mal mit euch teilen wollte. Das ganze Tool haben wir IfNameDHCP genannt und es geht darum, wie man die Interface-Namen für Server automatisch sozusagen über DHCP konfigurieren kann. Erstmal ganz kurz zu mir. Ich heiße Tobias, bin aktuell Network Software Engineer bei Exaring und das ist der Betreiber für die IPTV-Plattform waipu.tv. Und wir haben ein, also ich sag mal, es ist kein Riesenproblem, aber es ist schon ein immer wiederkehrendes Problem, was wir hatten. Und das Problem ist eigentlich, dass wir jetzt schon seit einer ganzen Weile Server verbauen. Wir haben verschiedene Hardware-Generationen. Wir haben Server, wie man sie hier oben sieht, wo man gar nicht erkennen kann, welcher ist denn jetzt welcher Port. Also man kann vielleicht noch die Typen unterscheiden, aber wer mir sagen kann, welcher der erste von den beiden oder von den beiden ist, kriegt, glaube ich, einen Keks von da vorne oder so. Also es ist jedes Mal steht der Techniker da vorne und fragt, wo rein. Und wir müssen sagen, probier es halt mal aus. Also irgendwie ist es ein bisschen doof. Dann hatten wir jetzt auch schon mehrfach das Problem, dass die Namen im System sich einfach ändern mit der Zeit. Ihr kennt es wahrscheinlich alle. Die hießen irgendwie mal ETH 0, ENS 3. Dann haben sich die Distributionen irgendwie überlegt, das kann man alles mal ein bisschen witziger machen. Dann hatten wir ein sehr, sehr nerviges Problem mit einem NIC-Firmware-Upgrade, wo wieder alles anders war. Und irgendwie, ja, also warum interessiert uns das überhaupt? Weil eigentlich, wie die heißt, ist uns eigentlich egal. Also unser Traum ist eigentlich, der Techniker, der im Rechenzentrum steht, steckt einfach irgendwo seine Kabel rein, wo sie reinpassen. Der Server merkt irgendwie automatisch, naja, das ist wohl der eine, das ist der andere. Und benennt die dann aber auch richtig, sodass wir im Nachgang dann zum Beispiel alle Interfaces, die zu dem einen Core-Router gehen, auch gleich heißen. Alle, die zu dem anderen Router gehen, haben einen anderen Namen, aber eben auch alle den gleichen. Und dann, das würde uns eben ermöglichen, dass wir diese standardisierten Namen, die wir über alle Hardware-Generationen haben, zum Beispiel einfach in die Bird-Config schreiben können. Oder Prometheus Alerting Rules danach definieren können. Und so weiter. Ganz kurz, bevor wir zur Lösung kommen, wollte ich nochmal vorstellen, wie das eigentlich so aussieht. Bei uns zumindest. Auch ein häufiger Aufbau. Wir haben jede Menge Server. Die sind alle gleich angeschlossen. Die hängen an einem redundanten Routerpaar mit jeweils einem Interface und das sind jeweils komplett getrennte Layer 2. Und die Router fungieren als DHCP Relay für die Interface-IPs von dem Server und der DHCP-Server wird bei uns aus Netbox gespeist im Endeffekt. Und bisher ist es auch schon so gewesen, dass wir dass der DHCP-Server anhand des Relay-Servers erkennt, welcher Server überhaupt anfragt. Also wir haben da keine MAC-Adress-Beziehung in irgendeiner Form, sondern es wird die Relaying-IP verwendet und demnach die IP-Adresse für den Server konfiguriert und unsere ganzen Server eben über Pixie-Installation. Und die Lösung ist jetzt relativ simpel. Wir installieren unsere Server weiterhin einfach mit diesem, wie eben beschriebenen Prozess. Wir machen Pixie Boot mit ganz normalem DHCP. Die Interfaces kriegen irgendwelche Namen, die uns erstmal egal sind und installieren in diesem ersten initialen Installationsprozess noch eine kleine Binary, das sogenannte IfNameDHCP. Das wird dann auch noch ausgeführt, iteriert über alle verfügbaren. Wir haben da so eine kleine Logik, dass halt Localhost nicht mitverwendet wird und so weiter. Und nochmal DHCP-Requests auf alle Interfaces und wartet auf eine Antwort. Dann wir eine Vendor-Specification und sozusagen das IfNameDHCP fragt beim Server an, wie heißt denn eigentlich dieses Interface hier? Und wenn es eine Antwort bekommt, weil eben unser DHCP-Server auch entsprechend gepatcht wurde, dann
kann es die Information in die Systemd Network die Konfiguration ablegen. Und bei dem nächsten Reboot, den wir sowieso am Ende der Installation nochmal machen, wird dieser Interface-Name aktiv und ist somit entspricht unserem Standard. Ich habe das hier nochmal sozusagen eine Demo, keine Live-Demo, eine Demo vorbereitet. Wir haben in der Netbox einfach einen Server genommen, den Namen des Interfaces konfiguriert, den ich gerne haben möchte. Dann würde das dann bedeuten, dass unsere Automatisierung auch die Konfiguration für den Router anpasst, weil wir da in der Description auf dem Interface auch den Namen stehen haben, damit wir den identifizieren können. Und hier ist einmal sozusagen die Ausgabe des Programms, was eben automatisiert auch bei der Installation ausgeführt wird. Das iteriert über den bestehenden Interface-Namen, also über alle Interfaces, in dem Fall jetzt über dieses eine, sendet ein Discover mit der genannten Option, die angefragt wird. Und dann erhalten wir die Information zurück, dass dieses Interface Meetup 2023 heißen soll. Und das Tool würde dann, wenn es nicht im Dry-Run-Modus laufen würde, diese Konfigurationsdatei eben an die richtige Stelle legen, die ab dem nächsten Boot dann in die Realität umgesetzt wird. Das Ganze könnte man natürlich noch ein bisschen erweitern, so ein paar Ideen, aber das sind nicht ganz so dringende Probleme bisher gewesen. Man könnte da ja auch noch irgendwie mehr Informationen übertragen. Man könnte auch mal hinterfragen, ob das vielleicht so der richtige Weg ist. So eine Idee, die uns da noch kam, ist, man muss ja nicht die sozusagen als Plaintext einfach den Interface-Namen übertragen. Vor allem, wenn man da noch mehr überträgt, wird das vielleicht irgendwie schwierig. Aber das bietet ja auch Potenzial, zum Beispiel einfach eine URL zu übertragen, die dann signiertes JSON oder sowas ausliefert. Also da sind ja keine Grenzen dann gesetzt. Interessant war es halt vor allem deshalb, weil wir es zumindest mit unserem bestehenden DHCP ausgespeist hinbekommen haben, das in, ich sag mal, 100 Zeilen Code ungefähr zu lösen. Und seitdem läuft das Ganze halt und bei jeder Serverinstallation macht sich der Techniker vor Ort erstmal trotzdem kurz Gedanken, was wohin kommt und wir sagen ihm, steck einfach. Und das ist ein ganz witziges Gefühl. Das war's auch schon, außer ihr habt noch irgendwelche Fragen. Ja. Du meinst der Name, den der Server beim Booten erkennt? Das wäre out of sync. Allerdings, also aktuell ist es so, es ist halt im normalen Bootprozess sozusagen, also in der Installationsprozess mit drin. Und wenn wir dann eine neue NIC zum Beispiel einbauen oder ein Firmware-Upgrade machen würden, schauen wir, ob das irgendein Problem ist. Und falls ja, dann installieren wir den Server halt eben neu ab sofort. Also das ja, ist so, aber in der Praxis ist es eigentlich egal, weil das ändert sich nicht beim Booten in dem Sinne, sondern wenn man irgendwas wirklich Großartiges ändert. Und ansonsten, wie gesagt, uns sind ja eigentlich die Namen total egal, die da stehen. Deswegen sind es jetzt auch so komische geworden. Es ist so ein bisschen, das war die einfachste Migration. Deswegen haben wir die jetzt ETH 20 und 30 genannt. Wir haben ja keinen Grund, die jetzt irgendwie zu ändern nächste Woche. Die heißen jetzt halt für immer so. Ja, okay. Nee, nicht automatisiert. Ja, super. Hätte ich mir vor 4 Jahren gewünscht. Ja. Genau, wer sonst noch weitere Fragen hat, kann natürlich auch gleich nochmal zum Gerne, ja. Tobias kommen.